kämpfen hat, das Stress auslöst, wo man mit der Pandemie noch nicht fertig war und Russland in der Ukraine einmarschierte, was ja die politischen, nicht nur die außenpolitischen, sondern auch die innenpolitischen Bedingungen in allen unseren Ländern verändert hat, Entscheidungen erforderlich gemacht hat, die in Deutschland vielleicht vor 2-3 Jahren noch undenkbar gewesen wären. Wir sind in einer Zeit, in der wir alle wissen und spüren, dass wir mehr für Klimaschutz tun müssen, aber gleichzeitig spüren, wie schwierig der Weg dorthin ist und wie schwierig es ist, Akzeptanz dafür zu gewinnen. Das sind herausfordernde Zeiten und Zeiten, in denen Deutschland und Tschechien miteinander arbeiten müssen, gerade auch mit Blick auf die Zukunft und zukünftige Politik innerhalb der gemeinsamen Europäischen Union. Aber es geht eben nicht nur die politischen Institutionen, nicht nur Präsidenten, Regierungen und Parlamente an, sondern zu denselben Themen arbeiten ja auch Organisationen der Zivilgesellschaft. Und gerade was den Umweltschutz angeht, ich habe es vorhin gesagt, gibt es viele Initiativen, die durch den Zukunftsfonds bereits gefördert werden. Und ich glaube, darin liegt ein wirklicher Gewinn. Und da kann Zivilgesellschaft, starke Zivilgesellschaft, selbstbewusste Zivilgesellschaft auch ihren Beitrag zur Stabilität von Demokratie leisten. Ganz wichtig. Herzlichen Dank. Das war ein wunderschönes Kompliment.